Hallo, liebe Rollenspielfreunde, ich bin Nightflyer und ich begrüße euch recht herzlich zurück bei Let's Play Elex. Ja, und in der letzten Folge sind wir... Ich wollte die Kameraperspektive ändern, so. In der letzten Folge sind wir Zeuge geworden, wie unser Protagonist, die Bestie von Xarkor, von seinen eigenen Leuten verstoßen wurde. Also eigentlich sollte er umgebracht worden sein, das hat nicht so richtig funktioniert. Wir wurden dann auch noch ausgeraubt. Ja, und wir sind auf Elex-Entzug und somit hat sich eine rollenspieltypische Ausgangssituation hergestellt. Wir sind dann hier auf Duras getroffen, der der Fraktion der Berserker angehört. Und der hat uns freundlicherweise seine Hilfe angeboten. Er möchte uns in seine Stadt Goliath begleiten. Und ja, das haben wir angenommen, das Angebot. Und wir stiefeln mal los. Also los. Aktion wie Sprinten. L und L3. Angreifen. Ja, alles klar. Kostenausdauer. Alles klar. Gut. Ich will natürlich gucken, dass wir hier noch unterwegs was einsammeln. Ja, mit dem Sprinten weiß ich schon, wie das geht. Aber ich will natürlich nichts verpassen hier. Hier, guck mal, hier liegt schon was. Eine rostige Axt zum Beispiel. Und ein kleiner Heiltrank. Ja, das ist doch sehr gut. Genau, ich wollte ja... lauf nicht zu weit weg, Kollege. Okay, er wartet auf uns. Wir hatten ja in der letzten Folge auch noch so eine Hose gefunden. Die wollte ich mal ausrüsten. Bein, so Werkerhose. Was macht das? Rüstung plus 3. Anlegen. So, das Amulett haben wir schon angelegt. Sonst haben wir noch nichts. Aber Waffe. Rostige Axt. Anlegen, ja. Anlegen ist gut. Und Quickslots zuweisen vor allem. Und wir haben noch eine zweite Waffe, ne? Wir haben einen Bogen, glaube ich. Da ist er. Quickslots zuweisen. Ja. Vielleicht können wir uns noch irgendwas zuweisen, wie zum Beispiel... Wenn ich es finde. Heiltränke. Da haben wir ja schon kleine Heiltränke, glaube ich, zugewiesen. Nee, was suche ich denn überhaupt? Warte mal. Pflanzenwerkzeuge. Magnesiumfackel, genau. Die wollte ich nach da unten mal tun. Wenn es mal duster wird, können wir mal so ein Licht anmachen. Ja, und wir folgen Duras mal weiter. Und sollten auf keinen Fall vergessen, hier nebenbei Pflänzchen einzusammeln. Was sind denn das für gelbe Kackdinger hier? Oh, Mana-Pflanze, ja. Das wüsste ich ja echt gern mal, was das sein soll hier. Oh, das hat gerade gehakelt. Ja, ab und zu hakelt es zwischendurch. Das ist immer dann, wenn das Spiel speichert. Da, guck mal, die sieht doch noch so aus, als möchte sie gepflückt werden. Giftkraut. Ja, Sammeln von Pflanzen, essentiell. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Aha. Okay, wir können uns noch ein bisschen weiter mit ihm unterhalten. Machen wir auch mal. Was ist eigentlich deine Aufgabe? Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Werker und Setzer. Interessant. Ja, und achso, was ich noch sagen wollte, genau, ich spiele jetzt ab hier blind weiter. Also ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich die ersten 30 Minuten schon gesehen habe, beziehungsweise gespielt habe. Ab hier ist es blind, wobei das auch ein bisschen gelogen ist, denn ich habe vor einiger Zeit bei Gronkh auf dem Kanal die Preview gesehen. Von daher, das eine oder andere wird mir mit Sicherheit noch bekannt vorkommen. Geh weiter. Bleib hinter mir. Aber grundsätzlich halt vom Spielerischen her ist es jetzt blind. Kann's weitergehen? Ja, ich muss nur hier zwischendurch immer links und rechts gucken, ob ich nicht was zum Mitnehmen finde. Fertig? Ja. Schön, dass er immer wartet. Finde ich gut. Wir könnten jetzt natürlich auch in... Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt.
Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Mhm. Oh, was antworten wir denn hier mal? Hast den Kleriker hier draußen? Du hast sie also einfach verrecken lassen? Ich will es nicht unfreundlich sagen. Kümmert dich das? Sie sind eurer Stadt immerhin ziemlich nahe gekommen. Kümmert dich das? Sie sind eurer Stadt immerhin ziemlich nahe gekommen. Du meinst also, nur weil Berserker und Kleriker Krieg gegeneinander führten, sollte mich das nicht kümmern? Aus dir spricht entweder ein Pragmatiker oder ein Feind der Kleriker. Vergangenheit ist Vergangenheit. Heute zählt jedes Leben. Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Ja, Pragmatiker dürfte es ganz gut treffen. Okay, kümmere dich besser um deinen eigenen Dreck. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Pass mal auf, wir probieren jetzt mal was. Wir probieren jetzt einfach mal, ehrlich zu sein. Mal angenommen, ich käme aus Xarko, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. Okay, er glaubt uns also nicht. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Alles klar. Nochmal hier zu der Kältegeschichte. Also ich glaube, wenn Kälte steigt, dann bedeutet das mehr Emotionen und wenn sie sinkt, bedeutet das weniger Emotionen. So vermute ich jetzt einfach erstmal. Gehen wir durch die Ruinen? Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Vielleicht. Ich würde sagen, wir gehen durch die Ruinen. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Okay, und du warst respektiert uns. Du bist ein Level aufgestiegen. Öffne mit deinem Adjutor, um neue Attributspunkte zu verteilen. Finde einen Lehrer, um für deine Lernpunkte Fähigkeiten zu erlernen. Okay, machen wir das mal. Wenn sie schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker jetzt noch da sein. Läuft der schon los. Okay, wir haben 10 Punkte offenbar zu vergeben. Muss ich das jetzt machen oder kann ich das später machen? Ich muss mir das noch überlegen. Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit, Intelligenz, Gerissenheit. Stärke, dann ist. Okay, komm, wir machen das später. Da will ich jetzt mich nicht mit beschäftigen gerade. Außerdem, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit. Ja, vielleicht finden wir irgendwas, was uns dabei weiterhilft oder so. Und wir folgen Duras. Vielleicht sollten wir schon mal die Waffe ziehen, oder? Okay. Wir folgen ihm mal. Fertig? Geräuschkulisse finde ich sehr geil. Also los. Da ist was. Was ist denn das für ein Vieh? Was ist das? Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Ganz weitergehen. Das konnte ich aus der Luft. Ja, der greift uns jetzt an, du Vogel. Erkennen. Schwerfälliger Wühler. Ausweichen, ja. Gute Idee. Der hat nicht geklappt. Okay, Problem. Wegen Ausdauer, das ist ein echtes Problem. Ja, ich vergesse immer das Kombo-System. Ende! Das ging schnell! Ja, das klappt ja ganz hervorragend und nein, ich werde nicht auf leichten Schwierigkeitsgrad stellen. Ich will das hinkriegen. Was wir natürlich machen können, ja, wäre natürlich, dass wir uns raushalten aus dem Kampf.
Und dass du was machen lassen? Das hätte eigentlich dieser Spezialschlag. Irgendwie hat es gerade nicht funktioniert. Jetzt ist aber hier wieder... Ja, ich weiß. Ich würde gerne. Ich würde gerne einen Spezialschlag machen, aber ich kriege das nicht so richtig hin. So, kranke Pestratte plündern. Dann jetzt... Ja, ja, jetzt nehme ich erstmal einen Heiltrank, sicherheitshalber. Und, also los. Ich speichere jetzt nochmal. Schnell speichern. Dann sparen wir uns wenigstens eine Vieh. So, auf geht's. Jetzt gibt's was aufs Maul hier. Vielleicht würde es natürlich Sinn machen, wenn ich doch vorher leveln würde, aber ich will nicht. Nein. Also los. Da ist das Scheißvieh. Achso, ich kann auch eine Parade machen. Das sollte ich auch nicht vergessen. Ja. Scheißvieh, du. Boah. Heiltrank. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin, war zu langsam mit meinem Heiltrank. Spaß. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So, erstmal hier das Mutantenkraut noch eingesammelt und jetzt gibt's auf die Guschi hier. Schnauze voll. Natürlich verbrauchen wir erstmal wieder hier unser Dings. Wir halten es jetzt ein bisschen raus, oder? Was? So leicht hast du den jetzt platt gemacht? Kollege? Warum nicht gleich so? Schwerfälliger Wühler. Okay, was ist denn das da? Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Okay, was für ein Treffpunkt? Was ist das hier? Du hast einen Teleporter aktiviert. Du kannst über die Karte in deinem Adjutor nun zu diesem Ort per Schnellreise zurückkehren. Das ist doch gut. Das heißt, wir können hierhin. Warte mal, nur kurz auf die Karte gucken. Ah ja, das ist offenbar dieses gelbe Symbol da. Kann's weitergehen? Ja, kann es. Kleriker tot. Plündern. Wir haben eine Waffe bekommen von dem. Fertig. Oh, hier ist Duster. Noch eine rostige Axt nehmen wir mit. Ratte töten. Erfahrungspunkte. Warte mal. Hier müssen wir uns... Ich glaube, hier passiert was. Kann das? Oh ja. Uiuiui. Uiuiui. Das sieht gefährlich aus hier ein bisschen. Ja, ist erledigt. Ich habe sogar mitgeholfen. Oh, was? Ein Flugblatt? Ein altes Flugblatt. Was denn? Das lag da einfach so rum gerade. Können wir das angucken? Wie war das? Gegenstände. Nee, unter Quests. Und also hier. Altes Flugblatt. Werbeplakat der Infinite Skies Corporation. Egal, ob Mann oder Frau, wir suchen dich. Bewirb dich jetzt in unserem Einschreibecenter. Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Interessant. Also man findet hier auch Relikte aus der Vergangenheit. Es gab hier offenbar halt auch Flugzeuge und so ein Kram. Gut, gucken wir uns hier erstmal jetzt um hier. Haben wir die geplündert? Die Ratte? Die tote Ratte. Ich würde sie gern plündern. So, großer Heiltrank, ja gerne. Elixit nehmen wir mit. Und noch einen kleinen Heiltrank. Hier ist ein Schlafsack, da könnten wir schlafen, das machen wir jetzt natürlich nicht. Und hier ist ein Rucksack. Mit Klopapier und Elixit. Hm, vielleicht wäre es praktisch, den ganzen Rucksack mitzunehmen. Propaganda. Aha. Ein bisschen klein. Ich würde es gerne lesen, ehrlich gesagt. Vielleicht mal gucken. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt lesen will, aber ich glaube, wir können es gar nicht lesen. Ein Magazin mit Propagandamaterial der Kleriker. Okay.
also nichts aus der Vergangenheit großartig, sondern aus der Gegenwart. Gut, aber zum Lesen gibt es hier nichts. Haben wir Glück gehabt? Habt ihr Glück gehabt? Hätte ich euch jetzt alles vorgelesen. Okay. Interessant. Also los. Ich habe ein bisschen Bammel. Hier ist Hier ist verdammt duster. Liegt da ein Klebeband? Oder sowas? Sieht so aus, aber ich kann das nicht nehmen. Warum? Schlafen, Schlafsack. Warte mal, pass auf. Jetzt machen wir mal ein Licht an hier. Kleiner Mana-Trank. Ich habe das Gefühl, man sieht im Dunkeln gewisse Objekte nicht. Ist das eine Kiste oder was? Nee, können wir nur draufklettern. Suppe. Ich meine, es ist ja nur realistisch, ne? Ist das noch was? Nee. Okay. Hier könnten wir raus. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt vorgesehen. Also ich möchte jedenfalls zumindest zu Beginn des Spiels einigermaßen der Quest folgen. Dietrich, ja, gerne. Boah, es macht mich... Nee, es ist Klettern, okay. Es macht mich mal... Das müsste man abschalten können da mit dem, dass immer Klettern angezeigt wird. Ich denke mal, da liegt da noch was. Das macht mich ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt. Okay, von hier sind wir gekommen. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Wie kann ich denn das wegmachen? Ohne, dass ich eine neue anstecke. Gut, ziehen wir aber mal eine Waffe. Die Waffe kann man einfach mit X wegstecken, aber die Fackel nicht. Missionsbericht. Missionsbericht. Bericht eines Klerikers über seine Mission in Edan. Okay, es ist ein Datum offenbar. 16.05.160. Also die haben offenbar eine neue Zeitrechnung begonnen mit dem Einschlag des Meteors. Aufbruch nach Edan. Wir haben den Auftrag erhalten, den Glauben in das Land zu tragen und sollen dafür bis in die Wildnis vordringen. 25.05.160. Unsere Reise war beschwerlich und lang, aber wir haben die Waldgrenzen passiert. Die Wälder bergen viele merkwürdige Monster. Wir sind ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen. 27.05.160. Wir sind auf einige der Waldmenschen gestoßen, aber sie wollen nichts von unseren Lehren hören. Sie bedrohten uns nur und jagten uns davon. Um die Moral meiner Brüder zu stärken, hielten wir heute Abend ein besonders langes Gebet. Kalane möge unser Flehen erhöhen. Erhören. Also hören. Wie auch immer. 29.05. Wir haben uns in einer Ruine niedergelassen. Bis jetzt konnten wir niemanden erfolgreich Kalans Ideale näher bringen. Ja, wahrscheinlich sind die viel zu aufdringlich. So, dann plündern wir noch den Kleriker. Noch eine Waffe. Und 63 mal Elixid. Mensch, jetzt werden wir bald reich hier. Okay. Weiter nach oben. Oh, da liegt auch einiges, glaube ich. Oh, ne, es war wieder das Klettern. Hier ist doch was. Metallschrott. Immerhin. Und eine Truhe. Brause. Interessant. Kleiner Energiespeicher. Fürchterlich süß und klebrig, aber der Zucker bringt einen ganz weit nach vorn. Plus 12 Gesundheit. Okay, was gibt es hier sonst noch so? Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind.
Erledige, was du hier machen willst und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Alles klar, ja, ich möchte durchsuchen den Laden hier. Geldbündel. Das ist doch bestimmt nichts mehr wert. Das möchte ich kurz mal gucken. Das ist bestimmt nur Schrott, oder? Gegenstände. Materialien, sonstiges. Bestimmt oder sonstiges. Da, Geldbündel. Eine Währung vergangener Tage. Bei Sammlern sehr begehrt und für gutes Elixier zu verkaufen. Okay. Es gibt also Sammler. Na, das ist doch eine gute Sache. Hier ist ein Radio. Und dieses Geräusch, ne, hört sich an, als hätten sie das bei Star Wars gesampelt. Erinnert mich an diesen Druiden aus Das Imperium schlägt zurück. Diesen Druiden ganz am Anfang, der da die Planeten erkundet hat. Haben die bestimmt aus Star Wars gesampelt. Heiltrank. Hier liegt schon wieder was. Gebetsbuch eines Klerikers. Schauen wir uns das mal an. Buch der Kleriker mit Lobpreisungen Kalans. Reinheit ist dein oberstes Gebot. Deine Botschaft verbreiten wir im ganzen Land. Bekehren die Ungläubigen in deinem großen Namen, Kalan. Wir folgen deinem Weg bis zum Tag der Rettung. Ah ja. So, eine weitere Waffe eines Klerikers. Wieso steht denn da 3 von 5? Eine Anleitung. Kleiner Energiespeicher. Okay, wir haben eine Anleitung bekommen. Und das finden wir wo? Ah, hier. Rezepte. Was braucht man dafür? Damit kann man einen Energiespeicher herstellen, der die mentale Energie wieder leicht auffüllt. Voraussetzung Chemie. Ein Punkt. Zutaten Eisen, Erz, Elektroschrott. Interessant. Ich wollte was anderes gucken. Und zwar nach dieser Waffe wollte ich gucken. Waffe eines Klerikers. So. Die können wir noch nicht einsetzen. Wenn ich das richtig sehe. Fehlendes Talent Geschicklichkeit und fehlendes Talent Stärke. Und wir brauchen... Ach du Scheiße. 50 Geschicklichkeit und 35 Stärke. Das ist eine Menge. Wird noch eine Weile dauern, bis wir diese Waffe einsetzen können. Geschicklichkeit und Stärke. Das könnte man doch direkt skillen. Dann, oder? Wenn wir solche Waffen sowieso benutzen möchten, macht das Sinn. Konstitution gibt deine körperliche Verfassung wieder. Sie erhöht dauerhaft deine Lebensenergie und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen. Ich, pass auf, wir geben jetzt hier mal 5 und hier mal 5. Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Punkte hier. Und das übernehmen wir mal so. So, dann haben wir das auch erledigt. Hier haben wir noch eine Zigarettenstange. 200 Zigaretten, ja. Das ist das Radio. Ich glaube, das war es soweit hier, oder? Ja, ich glaube, das war's. Hier scheint nicht mehr zu sein. Dann reden wir nochmal mit Duras. Habt ihr öfter Kleriker in Idan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst. Folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xarkor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Okay, hab hier doch noch einiges übersehen.
Aber haben wir noch mitgenommen. Kann's weitergehen? Ja. Ich muss nur noch das Wiesenkraut mitnehmen hier. Was ist das für eine Höhle? Wolfskraut. Was gibt's hier? Lagerfeuer, Schlafsack. Da fällt mir gerade ein, warte mal, Lagerfeuer. Benutzen. Gebratenes Fleisch. Können wir zubereiten? Machen wir mal. 5 Stück. 5-mal gebratenes Fleisch erhalten. Ja, sehr schön. Wir können endlich wieder Fleisch braten. Übrigens ein Punkt, der mich an The Witcher 3 extrem gestört hat. Dass Geralt ständig rohes Fleisch gefressen hat. Weil er das nicht braten konnte. Okay, manchmal sind auch kleine Pflanzen wichtig. Oh nein. Ich glaube, ich habe was angelockt. Also los. Oh. Ich glaube, ich hab's erlegt. Ganz alleine. Und ich habe gerade den Spezialschlag zum Schluss hinbekommen. Oh nein, das kann ich jetzt nicht mehr looten, oder? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Looten wir erstmal den Kollegen. Warte mal, vielleicht komme ich ja so noch ran. Nee. Pass auf, das speichere ich mal vorsichtshalber hier. Sicher ist sicher. So. Okay, das geht. Ein junger Hornwolf. So, kommen wir jetzt hier mit unserem Jetpack wieder raus? Hervorragend. Ganz hervorragend, finde ich super. Jetpack ist geil. Mana-Pflanze. Ja, wird wohl eine Weile dauern, bis ich die Pflanzen hundertprozentig erkenne, die wir sammeln können und die wir nicht sammeln können hier. Fertig? Ja. Weiter geht's. Warte auf mich, ich komme. Das ist nix. Da unten kraucht was. Was ist das? Sieht eigentlich ungefährlich aus. Sieht aus wie ein Frosch oder so. Kann ich, warte mal. Ja, zoom da ein bisschen ran. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das... Warte mal, zeig da an, was das ist. Ja, jetzt ist es, glaube ich, zu weit weg. Ja, man kann es da mal probieren. Also los. Jo, weiter geht's. Leck mich am Arsch. Muss mich das Vieh so erschrecken? Falsche Waffe jetzt ausgewählt hier. Egal. Testen wir das mal. Okay, war schon tot. Okay, er behält die Waffe bei, die zuletzt ausgerüstet war. Wenn ich halt direkt schlagen will. Oder angreifen will vielmehr. Okay, was haben wir hier für ein Hütchen? Kann's weitergehen. Ja. Ich muss mich aber hier erstmal umgucken. Hinsetzen. Klopapier, natürlich. Ist natürlich durch den Regen schön... triefig. Wo ist denn der? Wollen wir nicht mal gucken hier? Kollege? Ich würde sagen, wir gucken hier mal, oder? Sollte ich vielleicht speichern? Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das hier noch an. Bevor wir die Folge dann beenden. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Gefährliches ist. Oh, guck mal, Elex.
Elex. Magnesiumfackel. Ich glaube, da liegt noch ein Elex. Ne, das ist ein Elexit jetzt. Wir haben jetzt schon zweimal reines Elex, glaube ich. Okay, sonst ist hier nichts. Auf jeden Fall, ja, hier hat sich irgendwer mal irgendwann gemütlich gemacht. Ich finde das Setting extrem geil, muss ich sagen. Es sieht ja nicht alles... Also eigentlich stehen hier natürlich viel, viel weniger Gebäude, als man es von Fallout kennt oder so. Können wir da hoch? Ach doch, ja, wir können doch mit dem Jetpack, warte mal. Geil, oder? Das ist geil. Das finde ich geil. Ja, hier stehen viel, viel weniger Gebäude, als das bei Fallout beispielsweise der Fall ist. Oh, das hat uns geschadet gerade. Das war nicht so gut, war nicht so günstig. Was ist hier noch? Ist das schlau? Ist das schon wieder so ein Radio, oder? Das können wir nicht anschalten. Da, Klebeband. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dass wir hier uns einfach mal so reinwagen. Krug. Rubys Aufzeichnung. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel. Bewegt eure Arsch und macht sie platt. Wofür seid ihr sonst hier? Okay, wir finden also auch Audiologs und kriegen wahrscheinlich hier allerhand Geschichten erzählt. Warum sollte ich jetzt Quickslot benutzen? Weiß ich nicht genau. Ich habe ein bisschen Angst. Wieso zeigt er mir da Quickslot benutzen an? Deshalb. Ey, warum hat der nicht nochmal zugeschlagen? Keine Ausdauer mehr gehabt. Es lebt immer noch, das Scheißvieh. Keine Ausdauer. Das ist ein echtes Problem für mich. Und ja, ja, jetzt müssen wir Quickslot benutzen wegen keine Heilung mehr. Keine Gesundheit mehr, vielmehr. Gut, dann durchsuchen wir hier mal die Spinde. Kleiner Heiltrank. Finde ich gut. Wenn wir einen benutzen, kriegen wir gleich einen wieder. Kleiner Elex-Trank, was macht der denn? Stillt ein wenig das Verlangen nach Elex. Mhm. Brauche ich das? Also theoretisch müssen wir komplett auf Entzug sein, ne? Tja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich die wieder aufnehmen? Nehmen, ja. Okay. Also los. Was? Ich gucke mich hier gerade noch um, Kollege. Oh, das ist Ruby. Das ist die, die da in dem Audiolog gesprochen hat. Gut erhaltene Konservendose, Wasserflasche und 52 Elixid. Noch mehr Leichen. Oh, das ist heftig. Ein Outlaw. Wasserflasche, 47 Elixid. Ja. Okay, was liegt hier? Elektroschrott? Kleiner weißer Stein. Kleiner weißer Stein, was macht der denn? Ja, vor allem, wo finde ich das wieder hier? Das, warte mal, das ist ja unter Gegenstände vielleicht. So, Tränke, Stims, Nahrung, Pflanzen, Werkzeuge, Schlüssel, Materialien. Sonstige. Kleiner weißer Stein. Hier ist er bestimmt nicht, oder? Ach, guck mal, wir haben schon einen kleinen gelben Stein. Sockelstein. Sockelbonus. Kann mit geeigneten Waffen oder dem Adjutor kombiniert werden. Mhm. Mit dem Adjutor kombiniert werden. Aha. Der Adjutor ist ja das, was wir jetzt hier gerade benutzen, das Gerät hier quasi.
Okay. Hier war mal was. Okay, ich dachte gerade hier, kommt irgendwas. Weil die Musik gerade so... Metallschrott, ja? Wo? Ach, da unten. Eieiei, hier gibt es aber noch einiges zu sehen. Hier können wir nicht weiter, ne? Also wir könnten natürlich jetzt hier runter, aber wir können auch... Oh, hier so ein Beil. Ey, man muss echt aufpassen wie ein Schießhund. Man kann hier die Sachen echt gut übersehen. Gut, dann marschieren wir mal hier runter. Das Wasser. Wahrscheinlich ist Duras da draußen irgendwo, ne? Der wird nicht angezeigt auf unserer Map, glaube ich. Das war nichts. Was vielleicht mal erwähnenswert wäre noch, dieses ganze Loot, was wir hier finden und so weiter, das ist alles handplatziert. Also im Grunde genommen ist das ganze Spiel handgemacht. Nicht so, wie man es halt aus anderen Rollenspielen kennt, wo das halt, ja, per Zufall das Loot auftaucht und so weiter und so fort. Hier ist wirklich alles von Hand gesetzt. So, hier waren wir. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder? Wollen wir mal hier rausgucken? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwas anlocke. Ja, komm, ist keine gute Idee. Das lassen wir lieber. Wir gehen wieder nach oben. Oh, hier ist ein Klebeband. Das nehmen wir noch mit. Und voll... Ja, ich meine, einen Besen kann man immer gebrauchen. Krass, wieso habe ich das alles übersehen? Warte mal, da ist noch was. Metallschrott. Und wieso konnte ich die noch... Habe ich noch gar nicht geplündert, alles klar. Klebeband. Krass, was ich alles übersehen habe. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen es jetzt folgendermaßen, denn wir haben die 40-Minuten-Marke gerade überschritten, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Vorlaufzeit ich hatte bei der Aufnahme. Wo ist denn Duras hin? Ah, da wartet er noch. Okay, er wartet fein auf uns und ich würde sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle und wir sehen uns genau hier in der nächsten Folge wieder und dann werden wir hoffentlich bald Goliath erreichen. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da und oder einen Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.